liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön haben Sie wieder eingeschaltet. Willkommen bei uns im Format der Basismedizin. Wir reden heute über die Basismedizin von Tieren und daher ist es wirklich ganz wichtig, dass Sie dranbleiben, weil wer hat schon nicht ein Haustier zu Hause und das Wohlergehen des Haustiers liegt uns doch allen am Herzen. Geht es dem Tier gut, geht es uns gut, das gibt uns so viel Wärme, Kraft und Liebe. Und das möchten wir auch gerne zurückgeben. Und daher scheuen wir meistens auch kein Geld, etwas Gutes für unsere Tiere zu machen. Heute gehen wir aber viel, viel tiefer. Wir können die Liebe des Tieres nicht erkaufen, sondern wir können schauen, dass es dem Tier gut geht. Und zwar wirklich gut geht. Und dieses Thema heute, dieser Sendung, ist unheimlich spannend, weil die Dame, die da ist, die hat uns schon vieles erklärt, wie auch die Gesundheit vom Menschen abläuft. Und das Tier ist nicht groß anders als der Mensch. Und deshalb ist sie heute wieder da und wir reden heute mit ihr über Tiere. Und zwar ist es die Firma Niedermeyer Pharma, ein Konzern, der auf der ganzen Welt bekannt ist durch ihre mehrfach fermentierten Produkte, Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel. Und die Frau Dr. Cordula May ist heute wieder da. Ich freue mich ganz besonders. Hallo, liebe Cordula, schön, dass du da bist. Und wieder unser Studio erhältst mit deinem Leuchten, deiner Fröhlichkeit. Danke vielmals. So ja. Schön. Eigentlich ist es ja ganz logisch, dass diese Sachen, diese vielen Sendungen, die wir miteinander schon gemacht haben, wo wir immer wieder auf den Darm kommen, auf diesen goldenen Fingerabdruck, dass das ja eigentlich auch nicht nur für Menschen gedacht sein müsste, sondern auch für Tiere. Ja. Und da wirkt es noch viel schneller. Das ja, weil sie wahrscheinlich hier oben neutral an die Sache herangehen, oder? Keine Ahnung, weil die Tiere meistens sehr kleiner sind. Also normalerweise handelt es sich ja um Katzen, Hunde, Vögel, Mäuse. Mhm. Bei Pferden weiß ich es allerdings auch. Da ist es das Gleiche. Mhm. Hat eine ganz schnelle Wirkung und das ist, also da haben wir Dankesbriefe über Dankesbriefe bekommen bei ganz schlimmen Sachen. Das ist ganz toll. Mhm. Richtig toll. Jetzt. Gleiche Organismus, gleiche Stoffwechsel, gleiches Immunsystem, ist ja alles sehr ähnlich wie beim Menschen. Ja. Die Maus unterscheidet sich ja vom Genom her zu 0,1% nur vom Menschen. Also es ist kein Wunder, dass dann bei Tieren auch funktioniert. Schon weniger. Okay. Aber ich meine, zuerst muss ich mal zu Hause entdecken, dass meinem Haustier es nicht gut geht. Oder? Mhm. Ich denke, die Leute, die ein Haustier haben, merken es ja sofort, dass so, irgendwas sofort nicht stimmt, oder? Sei es im Stuhlgang oder irgendein Mineralmangel oder Zahnschmerzen oder Zahnprobleme, ich weiß es auch nicht. Am Fell, Essen nimmer, Mengen nimmer, spazieren gehen. Gerade das Fell wird dann meistens recht stumpf und fällt aus, dann stimmt was nicht. Okay, und genau das ist auch wieder, wenn man den Darm des Tieres wieder in die, seine goldene Mitte bringt, dann wird das Fell wieder besser, dann wird Zahnproblematiken auch wieder. Alles. Das ist immer das Gleiche. Es hängt wirklich alles mit dem Mikrobiom und mit einer gesunden Darmschleimhaut. Das hängt zusammen. Ein gesundes Mikrobiom hast du nicht, wenn du eine zerstörte Darmschleimhaut hast. Mhm. Das ist immer eins. Und beides muss sein. Ja. Und dann ist die Resorption dieser richtigen, dieser wichtigen Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralien, braucht jeder von uns. Dann ist die Resorption gewährleistet und dann geht es dem Tierchen wieder fein und gut. Aber viele Tiere, die ja draußen in der Natur leben, die haben ja eigentlich gar kein Problem. Ist es einfach, wie sie im Einklang mit der Natur stehen, Gras fressen, Gemüse, einfach das essen, was es hat? Und das ist ja eigentlich noch nach Natur pur. Mhm. Und sind die Tiere, die als Haustiere gehalten werden, eher anfällig, weil sie nicht mehr die Natur pur kriegen, sondern irgendwie Lebensmittel mit Farbstoffen und Geschmacksverstärker und weiß Gott was alles. Also wie kann man sich das erklären? Jetzt fragst du mich was. Mhm. Ich kenne jetzt von draußen die Tiere gar nicht so. Aber ich höre eigentlich von draußen, von der Natur, wenig Tiere, die eben Probleme haben. Stimmt, die sind gesund. Also sie verletzen sich, eventuell kriegen sie Infektionen, da kann was passieren. Aber im Großen und Ganzen, die Natur bietet den Tieren alles, um gesund zu bleiben. Mhm. Zum Beispiel Hund. Wenn er das Gefühl hat, er hat am Darm oder es stimmt einfach in der Verdauung nicht, was macht der Hund? Dann geht er raus und frisst Gras, Schneidegras. Ja, genau. So. Bitterstoffe, also oder? Er bedient sich alles mögliche. Bitterstoffe, Chlorophyll, da ist alles drin, was der Hund braucht. Er bedient sich der Natur. Der weiß schon, was er braucht. Mhm. Und so ist es eben draußen.
die Natur im Wald, die Tiere im Wald, die haben halt einfach die Natur um sich. Ja. Obwohl ich jetzt persönlich keinen Kontakt zu den Tieren im Wald habe, aber es stimmt schon, da hört man eigentlich nicht, dass die einfach verenden frühzeitig, tun sie nicht. Ja. Also die werden dann geschossen, die armen Viecher. So, und unsere Haustiere natürlich, die werden adaptiert, die kriegen vorgefertigtes Essen. Da muss man wirklich darauf achten, dass das möglichst natürlich ist, möglichst gesund ist. Also Tiernahrung wird sehr viel angeboten, wer auch immer, das sind all die Dinge. Was soll ich sagen? Es gibt immer wieder Ausschreitungen, warum auch immer, dass die Tiere einfach, dass die Verdauung nicht stimmt. Und dann werden die Tiere eben allmählich krank. Mhm. Die Kinder, was weiß ich, die Kinder Tumore kriegen, die kriegen auf einmal offene Stellen, wie auch immer. Die haben alles, also Tiere haben alles, alles mögliche. Oder bei Hunden ganz Arthrose, das ist ja ganz schlimm, oder diese ganzen Hüftatrophien. Das kommt auch aus der Ernährung, ja? Das kommt alles aus der Ernährung heraus. Mhm. Und das hängt auch alles wieder mit dem Immunsystem zusammen. Und wie gesagt, mit der Resorptionsfähigkeit gesunder Stoffe, die dann einfach vermindert ist. Also bei Tieren ist es wirklich so, wenn man Tieren was von dem Regulat gibt, dann funktioniert das extrem schnell. Ist erholen das? Sich von Dingen, gibt ja ganz schlimme Sachen, Darmausstülpungen schon am Popo, also armer Viecher, dann so leid, und das ist wirklich toll. Jetzt erzähle ich dir eine Geschichte. Das Ganze hat ja mit einem Tier angefangen. Das ist ja jetzt 20 Jahre her. Ja, also wo du dann die Geschäftsführung übernommen hast. Ja, ich habe zu meinem Vater immer gesagt, mein Vater war Lohnhersteller. Der hat Phytopharmaka, die hat er entwickelt und hat sie hergestellt und verkauft als wer anders. Weil mein Vater überhaupt kein Vertriebler war. Also Marketing hat er gar nichts gewusst. Und aber er war ein toller, genialer Geist. Er hat Dinge geahnt. Er war wirklich wissenschaftlich. Er war ja auch Lebensmittelapotheker. Und also er hat sein ganzes Leben der Natur gewidmet. Mhm. Und der hat ja diese Art der Fermentation, die Kaskadenfermentation, war jetzt nicht meine Erfindung, das hat mein Vater erfunden. Mhm. Der hat gesagt, um eine Evolutionsbrücke zu schaffen, sodass einfach diese Dinge, die der Mensch aus der Natur braucht, sodass die hundertprozentig aufgeschlossen werden, dass wir das richtig nehmen können und uns stabilisieren gegen die Umweltgifte dieser Welt. Aus diesem Grund ist er auf diese Idee der Fermentation gekommen, aus diesen wahnsinnig gesunden Zutaten. Und dann war eben eines Tages, und das jetzt, ich habe immer gesagt, mit der Firma, da steige ich nie ein, weil als Lohnhersteller, da bist du ja wirklich da. Es wird ja alles, die Klage geht zum Schluss zum Hersteller. Super, ja. Ja, habe ich gesagt, interessiert mich überhaupt nicht, war eine schwierige Zeit damals, war ganz schwierig. Und dann ist was passiert. Da haben meine Eltern einen Yorkshire gekauft, ganz süß, der war besonders süß. Und dann hat es nicht lange gedauert, ungefähr nach 6 Wochen, und dann ist der todkrank geworden. Der wurde steif. Die Ohren waren steif, die Pfoten waren steif, hinten ist er eingebrochen. Katastrophal, ich bin mit der Mama von Pontius zu Pilatus, das ist genau 20 Jahre her. Und niemand, da haben sie gerönt und was alles gemacht, damit der arme Viech, sie konnten keine Diagnose feststellen. Und der Hund ist immer kränker geworden, immer kränker, lag nur in der Küche in seinem Bett und ist dann letztendlich erstickt an der Tetanie. Der war, ist versteift. War furchtbar. Dann haben sie sich einen neuen Yorkshire gekauft, gleich danach, aus einer anderen Züchtung natürlich raus, dass der kein genetischer Defekt irgendwie vorhanden ist. Und dann hat es nicht lange gedauert, Alex, dann hat er genau das Gleiche wieder bekommen. Der lag schon wieder in der Küche, war schon wieder in der Todesspirale, hat sich schon wieder nicht mehr bewegen können. Es war furchtbar. Ja. Ich weiß nie vergessen, da war ich mit meinen Eltern, haben wir Kaffee getrunken im Wohnzimmer. Der Hund lag schon wieder halber tot in der Küche, grauenvoll. Und dann sagt mein Vater zu mir, da korrigieren wir ihn auf ins Labor und hol einmal von der Substanz, wo ich immer, wenn man jetzt sagt, wo ich immer rumtue, gell? Der war immer in seinem Labor und hat geforscht. Da haben wir auch gedacht, so ein Schmarrn. Aber ich habe das dann brav gemacht, bin rauf, habe ein kleines Fläschchen abgefüllt und dann haben wir dem kleinen Hund in der Küche 2 Kubik in sein Goschen hineingespritzt. Ohne uns was zu denken. Goschen waren jetzt dann der Goschen Hund. Goschen ist der Hund, Entschuldigung. Genau. Okay. Und dann saßen wir da. Dann hat es 20 Minuten gedauert. Und das ist eine Glastüre. Und dann konnte der Hund zur Glastüre, wollte rein zu uns. Also, und da ging's los. Da ist der Schauer über mich gekommen, weil ich gedacht habe, das gibt's jetzt nicht. Dann haben wir nochmal 2 Kubik eingeschmissen. Nach 6 Stunden war der Hund vollkommen,
für immer gesund. Komplett. Kam nichts mehr. Es kam nie mehr was. Und er hat eine Energie wieder gehabt, also so von aufgekupft. Und das war dann der ausschlagende Moment. Ich habe ja damals eine APD gehabt, schon 11 Jahre. Dann habe ich gesagt, bist du am Schubladen ziehen, gell? Aber wie langweilig ist denn das? Und das war so ergreifend, dass ich gesagt habe, das kann man nicht einfach so stehen lassen. Und dann habe ich gesagt, Papa, jetzt helfe ich dir. Der Firma ist damals ganz schlecht gegangen. Ich sage, jetzt helfe ich dir, ich steige ein. Aber dieses fermentierte Substrat, das gehört mir. So gut war ich damals schon im Verhandeln. Weil das einfach eine Sensation war. Und dann, also so ging das Ganze los. Und dann habe ich das nicht, dann habe ich wirklich Apotheke verkauft und dann habe ich nichts anderes gemacht. Aber es war damals ganz schwierige Zeit, wie auch immer. Und dann ging es ja auch weiter. Ja, jetzt muss ich es nochmal erklären. Ich hatte damals schon den Grund, warum es geholfen hat. Und zwar, wir wohnen am Waldrand und da sind die Felder. Und das Mama mit dem kleinen Hund natürlich immer am Waldrand spazieren gegangen, aber die kleinen Hund, die sind natürlich nicht in der Spur geblieben, sondern die sind über die Felder gepest. Ja, und nachdem die so klein sind, sind die natürlich mit den Pestiziden in direkten Kontakt getreten und es war nichts anderes als eine Pestizidvergiftung. Mhm. Wenn man sich vorstellt, da kommt der Reiz, darum sind die alle so einfach steif geworden. Da kommt der Reiz, dann gibt es das Acetylcholin, diesen Botenstoff, und der überträgt den Reiz und dann funktioniert es. So bewegt man sich. In den Synapsen wird es übertragen. Und dieser Botenstoff, der wird über Pestizide blockiert. Mhm. Das heißt, der Reiz kann nicht mehr übertragen werden und darum versteift man. Und es geht dann, im Endeffekt geht es dann also auf die Lungen, da kriegst du keine Luft mehr. Das war dann das Ende vom ersten Hund. Mhm. Und ja, und wie gesagt, das lösen die eben auf. Aber ich meine, ihr habt das reingespritzt, das geht in den Darm. Hat das jetzt im Darm, dem Körper eigentlich das wieder gelöst, dass er sofort wieder selber sich entgiften konnte? Es ist die 100% Entgiftung gewesen. Mhm. Und es geht in die ganzen Zellen über. Ich habe jetzt Studien drüber. Ich weiß, dass es so wirkt. Nach 20 Jahren habe ich jetzt den Beweis bekommen. Ja. Aber da möchte ich heute nicht, weil es ist jetzt gerade alles so frisch und neu. Ja, machen wir nicht. Wir müssen auch nicht immer alles beweisen, sondern man kann es testen und dann weiß man es auch. Oder? Darum ist ja so, Menschen, die das einnehmen, die haben einfach wesentlich mehr Energie. Also ich habe seit der Zeit auch Energie, die ist irgendwie gar nicht zuzukriegen. Ich habe einfach diese Kraft in mir. Und ja, wenn es denen gut geht, da unten. Gell. Richtig, es hängt aber auch damit zusammen, weil man eben auch diese Entgiftungswirkung, die kommt da dazu. Mhm. Also wir haben jetzt zum Beispiel, gerade wenn es ein Fisch ist oder so, dann hast du ja wirklich diese Schwermetalle in dir, insbesondere Quecksilber, hauptsächlich Quecksilber, oder das Kadmium über die Autos, wer immer. Und normalerweise, wenn die Entgiftung nicht funktioniert, dann wird es ja auch im Fettgewebe eigentlich abgespeichert. Das ist eine Schutzfunktion vom Organismus. Ja. Jetzt weiche ich wieder aus, gell? Jetzt erzähle ich wieder ganz was anderes. Nein, ist wichtig. Es wird abgelagert. Und darum ist es oft ganz gesund, wenn man ein bisschen Speck an sich eigentlich dran, weil dann gibt es ein Kompartiment, genau, wo du die Giftstoffe einlagern kannst, ohne dass sie den Organismus stört. Außer man nimmt wieder ab. Jetzt ist genau das Thema. Jetzt sind gerade die Leute, weil sie ein bisschen dicker sind, wollen die wieder abnehmen. Sondern warum tun sich denn diese Menschen so schwer? Weil der Organismus diese Fettzellen nicht hergeben will, weil dann vergiftet er sich ja. Weil dann werden die Gifte ja frei. Dann sind die im Körper und da sagt der Körper, bist du blöd? Nein, ich will mein Fett behalten, damit eben genau das nicht passiert. Mhm. Jetzt, wenn die Leute vorher entgiften, mit unserem System, dann nehmen die auch wesentlich schneller auf, weil dann hat der Körper gar kein Problem mehr. Ja, logisch, mein Gott. Das sind alles so Sachen. Es hängt alles so wahnsinnig, also man kann viel sagen. Aber gehen wir nochmals zum Tier. Wenn jetzt das Tier diese Nahrungsmittel isst und Sie sagen, diese Nahrungsmittel haben ja ganz viele Sachen drin, das ist bequem, aber es ist nicht immer alles gesund, was drin ist. Es ist alles halb so schlimm, wenn der Darm in seiner Mitte steht. Dann kann das Tier eigentlich entgiften, es kann Sachen loswerden, was es nicht braucht, das ist eigentlich alles okay. Also in dem normalen Futter, hauptsächlich geht es ja Hunde, Katzen, das normale Futter, da sind zumindest die Vitamine, Mineralien und die ganzen essentiellen Dinge, die sind da alle drin. Mhm. Jetzt ist es nur noch wichtig, dass der Darm auch wirklich gesund bleibt. Ja.
Und das hängt dann wieder mit diesen Präbiotika zusammen, mit den Enzymen zusammen, mit den sekundären Pflanzenstoffen zusammen. Das bauen wir dann alles wieder schön auf. Und dann kann das Futter auch seinen Weg nehmen und dann ist es auch gut. Die Viecher werden ja teilweise dann wirklich alt, gesund. Da kann sich der Hund oder die Katze um 180 Grad ändern. Und sagen, natürlich. Und die sind auch glücklich. Werden. Ja, das verstehe ich schon. Die sind dann auch glücklich, weil wenn sie Hunde siehst und wenn so ein Hund nicht... Ja. Ich habe ja selber einen Hund, gell? Ja. Ich habe einen Chihuahua. Mein Gott, das ist ja eine... Ich dachte, ein Hund. Einheit. Ein Chihuahua, ja, was? Ja. Ein Spielzeug. Nein, so, nein. Vollwertig. Ja, also gut. Also das lasse ich nicht durchgehen. Okay, lassen wir das mal stehen. Der Hund oder die Katze, wie viel Mal sollte es denn einmal so ein Regulat zu sich nehmen, damit das Darmmilieu stimmt? Die brauchen natürlich wesentlich weniger. Wichtig ist wirklich, also wir haben es damals pur gegeben, aber das ist halt schon sehr sauer natürlich. Mhm. Bei Hunden und bei Tieren sollte man es unbedingt mindestens 1:1 mit Wasser vermischen. Mhm. Oder einfach aufs Essen drauf. Die kleine Hund, also meine Lilly, gell, das Miststück, mag es nicht. Ihr schmeckt es nicht. Aber wenn sie was hat... Manchmal hat man einfach so Unwohlsein oder sie muss sie übergeben, was weiß ich, was sie da hat. Dann nehme ich so eine Pipette, halb Wasser, halb Regular, und dann Bock ist, gell, und, dann und dann ist wieder alles gut. Ja, okay. Also die Dosierung ist wesentlich geringer. Mhm. Okay. Milliliter, wie auch immer. Also entweder übersetzen oder direkt in den Mund rein oder ins Wasser verdüngen, sodass das Tier dann einfach ein bisschen... Größere Hunde sind ganz wild drauf. Die haben da ein Empfinden, die wissen, das tut mir gut. Pferde. Mhm. Pferde, das ist natürlich... Liebt's auch? Ja. Und dann Kühe haben wir Untersuchungen, eine Riesenstudie. Mit Kühen eine Studie gemacht? Ja. Die haben oft diese Mastitis und dann müssen sie Antibiotika nehmen. Dann kann die Milch ja ewig lang nicht verkauft werden. Und wenn die das nehmen, die haben sie in Trinkwasser gekriegt, relativ verdünnt, da war gar nicht so viel drin. Irre. Hm. Also wir haben etliche Stellen, wo die das von uns beziehen. Hm. Das ist wirklich toll. Ja, das hört sich super an. Eine gesunde Kuh, die isst man dann auch gerne. Na, gemein. Das, so gemein. Bleiben wir bei den Haustieren. Okay, aber wenn die Katze, also ein Hund oder sagen eine Katze, sich unwohl fühlt und wirklich einen gesunden Darm hat, dann merkt man das auch der Katze nachher wieder an, dass es richtig glücklich ist, sie wird schmusig wieder mehr. Genau. Das Fell wird schöner. Wunderbar, fällt nicht mehr aus, ist fest, kräftig, glänzt. Also am Fell sieht man eigentlich alles. Sieht man alles. Da siehst du eigentlich alles. Okay. Ja. Also wie bei unserem Fall. Ich wollte es gerade diese Verbindung machen, aber ich habe mich nicht getraut. Ich warte gerade zum nächsten Fell. Nein, das ist schon so. Aha. Du siehst Gesundheit, innere Gesundheit, die strahlt nach außen. Ja. Und ich sage immer, du kannst nicht schön sein, wenn du nicht gesund bist. So viel Make-up kannst du gar nicht auftragen. Das geht alles gar nicht. Nein, das geht nicht. Mhm. Allein schon die Ausstrahlung und die Haut und wie gesagt, Nägel, alles. Mhm. Das kommt alles aus unserer Mitte. Mhm. Okay. Also so wenn schön. Ich jetzt mich entscheide, wenn ich ein Tier hätte, einfach jeden Tag ein bisschen übersetzen oder einmal im Monat? Oder? So oft musst du es gar nicht machen. Aha. Einfach zwischendurch. Also ganz wichtig ist, wenn du merkst, es stimmt mit den Tieren was nicht, dann einfach so lang geben. Das, man sieht es ja bei den Tieren, da wirkt es innerhalb von Minuten. Mhm. Also ein Hund zum Beispiel, wenn du einem Hund, auch einen gesunden Hund, wenn du einfach dem was eingibst, dann rennt er los, dann hat er einen Drang, seine Energie auszupowern. Mhm. Das merkst du sofort. Wie oft gibt man es? Ich weiß es gar nicht, wie oft es die Leute geben. Die Lilly ist halt ein Luder, die mag es halt nicht. Also bei der mache ich es tatsächlich eigentlich nur dann, wenn ich merke, es geht ihr nicht gut. Mhm. Dann muss sie. Dann wird sie gezwungen. Ich kenne aber schon einige Leute, die geben es alle paar Tage, deren die einfach was übers Essen drüber machen, die tropfenweise übers Essen. Bei größeren Hunden, da musst du dann schon 5 bis 10 Milliliter, wenn du es alle paar Tage machst, denen geben. Mhm. Die sind stabil ohne Ende. Weißt du, ich hoffe, dass wir ganz viele Landwirte haben, die jetzt auch noch zuschauen, weil die sind ja auch echt im Stress. Die wollen das Beste für ihre Tiere und es ist einfach immer mehr Umweltproblematiken da und sie sind ratlos und investieren Geld, machen, tun, alles.
Und heute haben wir einen Schlüssel gehört, wo man sagen muss, man kann es ja testen, mit der Pipette ein paar Tropfen reinzugeben in die Kuh, ins Pferd, ins Meerschweinchen, in die Ratte oder egal, was sie da für Haustiere haben. Genau, alles. Und wenn man den Erfolg sieht, und das sind ja keine großen Kosten, wenn man so eine Flasche, sind das also kleine Flaschen oder große Flaschen oder was ist denn da? Wir haben eine große Flasche, wir haben die kleinen Flaschen. Okay. Ja. Da kann man eine Pipette nehmen aus der kleinen Flasche, das ist ja nichts, und dann hat man da möglicherweise etwas, nein, nicht möglicherweise, und garantiert, dass das Beste ist. Das ist sensationell. Gibt. Also es ist halt eine Grundimmunisierung, Stabilisierung, die einfach... Tja, aber wieder etwas, was die Niedermeyer Pharma einfach total pioniermäßig voranschreitet, weil ich habe ja schon öfters auch mit Tieren und mit Sendungen gemacht, aber dass wir wirklich an den Kern der Sache gehen, an die... Das tut man meistens nicht. Nein, wieder nicht. Es ist aber, ich bin schon wieder reingefallen und habe es nicht gemerkt. Ja. Sie weil es ist auch wirklich, wir haben da was Außergewöhnliches, darum ist es auch weltweit patentiert. Ich kenne auch nichts Vergleichbares, muss ich ganz ehrlich sagen. Sonst behilft man sich immer mit so einzelnen Dingen, die helfen alle ein bisschen, aber so dieses, die kausale Immunisierung und Instandsetzung eines gesunden, stabilen Systems, ich weiß da jetzt eigentlich auch sonst, weiß ich nicht, nix. Godula, ich danke dir vielmals, dass du das hinausträgst, und wir grüßen auch deinen Herrn Papa, dass er das wirklich das in die Welt alles hinaus... zu verdanken. Ja. Es scheint auch ein kleiner Hexer gewesen zu sein, der da gebraut hat in seinem Krämmerchen. Absolut. Der Papa, herrlich. Uraltes Wissen, was da noch reingepackt wurde. Da hast du recht. Das war sein Leben. Der hat Dinge geahnt, die erst vor kurzem in den Fokus der Wissenschaft gerückt sind. Das ist unglaublich. Ja. Danke vielmals. Schon toll. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich ganz besonders darüber, dass wir als QS24-Sender solche Dinge hören dürfen, direkt ab der Quelle von einer Firma wie die Niedermeyer Pharma, und wir es Ihnen präsentieren durften, für Ihr Haustier, für Ihre Gesundheit selbstverständlich auch. Und fangen wir an, unseren Darm zu sanieren, unserem Darm was Gutes zu tun, unseren eigenen Fingerabdruck wieder im Darm geben zu dürfen, sodass wir auch wieder den sein dürfen, den wir auch wirklich sind und nicht etwas anderes darstellen, als wir überhaupt sind. Wir können Schönheit kriegen, wir haben Gesundheit, und letztendlich kommt daraus auch wieder das Glück und die Freude am Leben. Genau. Super. Schön. Du strahlst. Alles Gute, liebe Godula, danke für die Sendung. Danke, und Ihnen Alex. Alles Gute für die Zukunft. Guten Darm, glücklicher Darm, gesunder Darm, alles Gute und tschüss. Bye, bye.